So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen. Ich habe mir 1600 Platten geholt. Ich habe hier ein bisschen was abgebaut. Jetzt sollten wir die Dinger auch platzieren können. Und das machen wir auch. Ich lasse mal einen so Abstand nach da und hinten vielleicht, wenn wir den ersten haben, ist einfacher. So 4, 5. Ist da immer noch was im Weg? Okay. Egal, lassen wir nach da 2 und dazwischen immer nur ein, weil die so groß sind. Habe ich nicht viel Reserven, um die zu platzieren. Und ich glaube, oh shit. Ihr seht, was ich sehe. Es reicht immer noch nicht. Oh, you say you can see, for the travel can be. Wow. Das hat ja richtig nicht das weggesprengt, was ich wegspringen wollte. Naja, gut. Hätte nicht gedacht, dass wir so viel noch wegnehmen müssen, dass wir bis an unsere Stromdinger kommen. Aber was... Wenn es so ist, dann ist es halt so. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich es vorher gemacht. Aber ich dachte, das reicht von der Platzierung her. Ja, man hätte mal nachziehen können. Aber ich finde, gibt es eigentlich ein Lineal-Tool hier? Ich glaube, es gibt gar kein Lineal-Tool. Das wäre echt hilfreich, glaube ich. Dass man so ein bisschen besser abmessen könnte im Vorfeld. Weil man muss immer einzeln zählen. Das hat mich schon bei Dinkung immer so ein bisschen gestört. Dass man so die Felder abzählen musste. Allein so ein Hilfstool, das ist so und so lang, wäre schon eine Menge wert, glaube ich. So wie bei Adobe, nicht? Wo Linien bis zum Rand gezogen werden. Apropos Adobe, wow. Und apropos Adobe, Microsoft, wow. Also, ich weiß nicht, was mit dem Firmen los ist, aber ich glaube, wir brauchen wieder stärkere Regulierungsbehörden, die denen mal den Kopf wäscht. Also, ich meine, Adobe möchte ja jetzt, dass alle eure Werke, die mit Adobe erstellt werden, quasi Adobe gehören. Jo, natürlich. Das heißt auch, jeder Pinselhersteller und jeder Schreibutensilhersteller hat dann alle Rechte an jedem Buch, was damit geschrieben wird. Ich meine, wo kommt man denn da hin? Und an jedem Bild, was gemalt wird mit dem Pinsel? Nein. Du bist ein Tool, aber du hast keine Rechte dadurch daran. Ich finde, das ist eine bedenkliche Entwicklung und ich hoffe, da wird ordentlich eingeschritten. Zum Beispiel so eingeschritten, dass man nicht genug Charakterplatz im Inventar hat. Was für eine Ausrede. Wir haben genug Platz, hoffe ich zumindest. Dürfte noch nicht reichen, um das zu platzieren, oder? Das ist halt sehr groß. Sehr groß. Aber wir haben es hinbekommen. Wir müssen nur den Rest hier wegnehmen, aber das schaffen wir auch noch. Tüte Chips müsste 5 Euro kosten, sagt Lytro. Und Kilo Bio-Äpfel 1 Euro und nicht umgekehrt. Ja, leider ist die Herstellung halt genau umgekehrt teuer. Wir reden nämlich auch gerade über schlechte Nahrung und Lebensmittel, die vielleicht teurer sein sollten, sie aber leider nicht sind, wie sehr zuckerhaltige Sachen. Aber da ist ja auch immer der wichtige Faktor, die klauen unsere Jobs. Da hängen nämlich Jobs dran und dann geht man da ungern ran, nicht? Okay, ich muss das Ding leider nochmal wegnehmen. Ich hoffe, das klappt. Oh ja. Klappt genau. Sehr schön. So. Und dann können wir den wieder da drauf ansetzen. Ich würde sogar so machen, dass wir hier hinten den Stromkasten hinstellen. Dann können wir den nämlich direkt hier anschließen. Und dann haben die Stromski ohne Ende. So, und die brauchen jetzt erstmal dieses Ignum-Erz, nicht? Das muss hier irgendwie
rein. Okay, an der Stelle wahrscheinlich eher nicht. Und ich habe schon wieder nicht genug Lader. Da können wir mal nebenbei ein paar neue herstellen. Die brauchen wir eh. Und er hat mir hier wieder eins weggenommen. Das können wir so nicht stehen lassen. So. Ignum-Erz. Ich würde hier aber einen einfachen Verteiler bauen, oder? Naja, es muss auch noch Wasser hin. Und was brauchen die noch? Die Ölsäure. Aber die kommen ja oben hin. Das heißt, unten haben wir eigentlich komplett für uns. Das heißt, da können wir machen, was wir wollen zum Verteilen. Das klingt eigentlich doch ganz okay. Dann würde ich sagen, verteilen wir das hier auf die beiden einfach. Die brauchen ja auch nicht alle 100%. Ich glaube, da kommt mehr rein, als das rausgeht. Okay. Das heißt, das können wir so machen. Dann machen wir hier einen Verteiler hin. Ey. Jetzt hat er bestimmt wieder irgendwo was gelöscht, was nicht gelöscht werden sollte. So. Und hier hinten einen hin. So. Passt. Und dann hätten die schon mal das Ignum-Erzeug drin. Das ist falsch. Okay. Ach, die sind falsch rum. Wundere mich die ganze Zeit. Hä, was klappt denn hier nicht? Hä, ist der auch falsch rum? Oh, die gesamte. Da hätte ich gerne, dass er sich zum Beispiel an die Logik des Verteilers einfach anpasst. Okay, die werden angeschlossen. Und die sind auch angeschlossen. Und Lückenschluss. Und dann sind auch die angeschlossen. Und dann können wir das hinten schon mal freigeben. Und klar lassen sich die Lebensmittel nicht herstellen, aber Steuern und Subventionen ließe das so regulieren, die Bevölkerung würde sich, denke, gesünder ernähren, und wenn das gefördert werden würde. Aber du hast das Problem, die gesunden Lebensmittel sind nicht in der Menge vorhanden, dass du alle, denke ich, damit ernähren könntest, und du hast genug Leute, die es nicht schaffen, dann diesen Preis zu zahlen, und da müsstest du so stark subventionieren, dass das, glaube ich, Summen sind, dass die ganze anhängige Wirtschaft davon halt auch dann ins Wanken gerät und vielleicht abwandert, weil es einfach zu teuer ist. Und dann hast du ein großes Versorgungsproblem. Ich glaube, so einfach ist es nicht, sonst würde man das schon machen. Aber ich glaube, man muss trotzdem da langsam anfangen, in gewisse Richtungen zu gehen. Ich meine, allein der Nutri-Score ist gut gedacht, aber trotzdem ist etwas mit mehr Zucker zum Beispiel einfach nahrhafter als etwas ohne Zucker. Und da gehen, glaube ich, dann die Probleme los. Wir brauchen noch einen Wassertank. Das sage ich oft nicht. Aber so ist es halt. So, die drei führen wir zusammen und die drei führen wir zusammen. Das heißt, der Tank kommt hier in die Mitte. Machen wir erstmal zwei raus. Anderer Platzierungsmodus. Dann führen wir das hier zusammen, oder? Ah, komm. Sonst wird das so kompliziert. Jetzt brauchen wir Kurven. Kurven.
glaube auch, dass es inzwischen schon richtig viele clevere Ideen geben würde, wie man solche Sachen heutzutage regelt. Und es gibt, glaube ich, auch genug junge, kluge Köpfe, die Ideen haben, die auch nachhaltig funktionieren könnten. Aber es ist halt einfach so ein träges System, was einfach innovationsscheu ist, dass da einfach nicht viel passieren wird in unserer Lebenszeit. Da musst du schon 200 werden, damit da wirklich noch was miterleben kannst. Dass da vielleicht mal jemand geboren wird, der wirklich ein System einführt, wo man wieder mal sagt, okay, das ist so ein Jahrtausendding wie der Sozialstaat. Und weiß nicht, ob der wirklich so auf der lange Sicht dann das cleverste System war. Gut, man konnte mit den Geburtenraten halt nicht rechnen vor 200, 150 Jahren. Wo man das bestimmt alles erdacht hat. Aber, oh, hier fehlt noch. Hä, hab ich die nicht gerade gebaut? Oh. So, jetzt haben wir aber, oder? Jetzt sieht's gut aus. Das heißt, Abgang wäre schon geregelt. Dann können wir hier nämlich die Sachen bis auf das Ding wieder wegnehmen. Dann gewinnen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was zurück. Jetzt muss hier die müssen die Säure und Wasser rein. Aber das wird spaßig. Das eine muss ja über das andere führen. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal das eine direkt nach oben. Und dann machen wir, weil Wasser braucht einen höheren Druck, nicht das Wasser nach oben. So. Erst die Frage, kriegt der hinten denn genauso viel ab wie die davor? Oder machen wir zwei Ausgänge für die drei auch wieder? Ich würde sagen, wir machen für drei jeweils einen Ausgang. Nach vorne an die entsprechende Stelle und kriegen dann vielleicht ein bisschen besseres Drucksystem auf die Reihe. Da bin ich schon mal gespannt. Leider hat man da so ein bisschen, finde ich, wenig Kontrolle, alles im Detail vorher zu sehen. Also im Nachhinein sieht man vielleicht, oh shit, das reicht nicht. Aber wäre halt cool, wenn man das vorher sehen könnte. Aber das existiert noch nicht. So. Das Wasser. Eigentlich können wir das Wasser ja genauso bauen. Nur eins weiter vorne brauchen die das. Ah. Ich glaube, war jetzt nicht so viel sinnvoller. Das mit dem Wasser so zu planen, wie ich es geplant habe, ne? Ne, das muss beim letzten hin. Und dann wollen wir noch ein paar T-Kreuzungen. Und dann brauchen wir noch ein paar Geraden. Reichen die Rohre? 243. Ich meine, aber hinten haben wir ja noch ganz viele. Aber es könnte trotzdem eng werden, nicht? Oh, oh. Nee. Hat noch gereicht. Sehr schön. Und man kann hier auch durchziehen, nicht? Ich muss das gar nicht so kleinteilig machen. Stimmt, habe ich vergessen. Die Politik will nicht, dass wir miterleben, weil wenn wir wenig verdienen, können wir uns nicht gesund ernähren und wenn wir keine 200 und können keine Neuerung miterleben. Aber du fällst auch dem Gesundheitssystem nicht zur Last. Ist ja auch ein Vorteil. Wenn du vorher schon tot bist. Die Frage ist, fällst du dem System in der Zeit, in der du noch lebst, nicht deswegen mehr zur Last? Fragezeichen.
Aber gut. Ich warte eh noch auf unseren Star Trek-Moment. Hier könnte es Probleme geben, wenn wir das Wasser auf der Höhe haben, nicht? Bam, bam, bam. Okay, das wäre kein Thema. Aber warte, dann führe ich das hier aber außen lang. Machen wir das einfach so. Okay, wir brauchen beim Wasser auf jeden Fall eine Pumpe bei der Länge. Würde ich auf jeden Fall vorsehen. Und wenn wir dann eine Wasserpumpe haben, kann ich... Na gut, aber die Rohre schaffen nicht mehr, nicht? Okay. Mache ich das auch... Ja, dann machen wir... Wir machen das genau gleich, nicht? Nur übereinander. Und um eins jeweils versetzt, ne? Genau. Das heißt, das jetzt eins nach vorne, dann bauen wir da überall Pumpen. Dann können wir eigentlich schon die... Also dieses Platzierungssystem, manchmal ist es einfach nur Ass. Dann können wir da gleich schon mal ein paar Pumpen bauen. Mal gucken, was wir für die brauchen. Ich habe noch nie Pumpen gebaut, die habe ich auch nur erst erfunden. Stromverbrauch, die brauchen noch einen Stromanschluss. Oh, ich hoffe, die brauchen keinen Boden. Ich weiß auch nicht, wie viel die schaffen, nicht? Das werden wir alles herausfinden. Aber ich habe Screenshots gesehen, da gibt es riesige Rohrsysteme, also muss das ja irgendwie möglich sein, dass das funktioniert. Von daher mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Bisher gab es eigentlich auch noch nie Probleme mit irgendwas. Ah, hier ist wieder das... Okay, ich hab's, glaube ich. Jawohl. Hier kommen wir nicht rum, weil da der Stein im Weg ist. Sorry, Stein, du siehst zwar hübsch aus. Aber du nervst mich jetzt schon. Haben wir auf jeden Fall wunderbar schön lang. Dann gucken wir mal, wie wir die Pumpen da einbauen und wann wir die einbauen. Und sieht das eigentlich so anders aus? Auch hässlich, nicht? Auf einmal sind die anders gedreht. Ah gut, aber ich reiße jetzt nicht nochmal ab. Wir haben nur noch 23 Rohre. Okay, wir müssen Rohre holen. Du bist ein Fan von Symmetry, oder? Bedingt. Manchmal nicht. Was mein Kopf manchmal draus macht. Hier zum Beispiel so eine Ecke triggert mich jetzt nicht, aber manchmal triggert sie mich und dann muss ich sie wegnehmen. Also, sehr Zufall, würde ich eher sagen. Aber ich habe zumindest Probleme in nicht eckigen Formen zu denken. Da sind die Rohre, wartet. Auch in anderen Aufbauspielen oder so, wo man ein bisschen freier bauen kann, das wird immer sehr klotzig. Wer Manor Lords gesehen hat, guckt es euch an. Der weiß es. Apropos angucken, guckt euch den Short an. Verlinkt auf Twitch oder auch im Profil bei YouTube. Liken, kommentieren. Einfach eine Kloschüssel drunter machen. Das freut mich schon. So, jetzt haben wir 500 Rohre. Das reicht doch never ever. Davon kann ich noch ein paar bauen. Kann ich noch einmal Rohre mehr mitnehmen? Komm, kann ich das hier nicht löschen? Gegenstand zerstören, dann kann ich noch mal Rohre mehr mitnehmen. So. Haben wir 723 Rohre. Besser. Die Anlage, die du baust, ist immer asymmetrisch. Nö. Also, es ist halt einfacher zu planen und du verbaust dich seltener. Das ist es. Aber guck mal, das ist doch nicht symmetrisch. Also, wenn die, dann müssten die ja hier parallel zueinander laufen zum Beispiel. An der gleichen Stelle hochgehen
Hier habe ich einen Hubbel drin, dann hätte ich das ja schon anders geplant. Auch hier, nicht? Also, das ist nicht symmetrisch, das muss auch nicht symmetrisch sein. Nur da, wo ich die Möglichkeit habe, das einfach umzusetzen und wo es vielleicht sinnvoll ist, da mache ich es sehr gerne, ja. Wo ich es geschafft habe, nicht symmetrisch zu bauen, ist immer City Skylines 1. Das war noch Zeiten. Da hat mir dieses Jahr auch schon ein Let's Play gemacht von, auch auf YouTube. Hat auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß gemacht als Teil 2. So viel kann ich verraten. Okay, wir machen erstmal die Säure, weil die haben wir schon. Das waren schon 100 Rohre. Krass. Okay, könnte eng werden. Ich glaube, wir müssen nochmal Rohre dann holen. Oh, und ich habe hier nur einen Ausgang. Dann nehmen wir aber den Ausgang, der nach hinten zeigt. Dann blockieren wir uns den vorderen nicht, falls wir den mal für was anderes brauchen wollen. Wobei ich wahrscheinlich dann eh nochmal ein neues... Ja, es wird halt immer komplizierter, die Sachen zu bauen, nicht? Darf ich auch nicht vergessen. Ah, ne, wir können ja hier gleich hochgehen. Ich meine, die Sache ist auch die, es ist halt ein eckiges Spiel. Dadurch werden diese Sachen auch zwangsweise einfach symmetrischer als in Spielen, in denen man frei bauen kann. Darf man ja auch nicht aus den Augen verlieren. Es ist eigentlich egal, dass ich zwei Rohre nach hier hinten gemacht habe, nicht? Wenn ich eh nur einen Ausgang benutze am Ende. Aber wir könnten es theoretisch erweitern. Dann ist es halt so. Ups. Die Frage ist, auf welcher Höhe? Also auf der Höhe, aber wie weit? Auf Höhe der Dinger. Okay. Ja, passt das? Mal gucken. Scheint zu passen. Jetzt eine T-Kreuzung. Und dann da hinten ran. Ich glaube, wir haben's. Es könnte fast geklappt haben. Unglaublich. It is unglaublich. Klonk. Und dann fließt das gute Zeug hier raus. Jetzt natürlich erstmal schneller, nicht bis die Rohre sich gefüllt haben. Jetzt fangen die auch erst wieder an zu arbeiten. Das brauche ich auch ein bisschen. Boah, das zieht aber ordentlich gerade. Wow, wow, wow. Was ist das Spielziel hier? Diese Raumstation da oben, die ist kaputt gegangen. Du bist abgestürzt mit deinem kleinen Freund und willst herausfinden, was passiert ist und den Leuten da oben helfen. Aber du hattest, glaube ich, einen Systemabsturz und kannst dich auch nicht mehr an alles erinnern. Und deswegen wolltest du diesen wunderschönen Planeten mit seinen Ressourcen ganz aus. Kannst ihn entdecken. Und jetzt füllt es sich wieder. Okay. Und ja, das ist eigentlich das Ziel. Dann würde ich das Wasser vielleicht einfach hier hinbauen. Dann ist es nicht so weit weg. Das Wasser ist auch ganz easy. Da braucht man gar nicht so viel Platz. Da können wir uns hier den Block wegnehmen. Und dann haben wir es schon. Tja, aber was die Story am Ende so alles ergibt, weiß ich selber nicht. Weil ich es noch nicht durchgespielt habe. Die Story ist auch erst jetzt mit dem Steam-Release reingekommen, deswegen auch dieses Let's Play hier.
Oh, ich glaube, das dürfte reichen. Haben wir hier noch irgendwas? Hier können wir vielleicht zumauern. So ein bisschen. Dann gewinnen wir nämlich auch wieder Inventarplatz. Und ich mag halt die Schlichtheit, die das Spiel hat. Nicht? Die kann man als nervt mich sehen. Und normalerweise nervt mich sowas auch. Aber irgendwie bei dem hatte ich echt einen guten Zugang. Vielleicht liegt das auch daran, dass es sich relativ gut spielen und bedienen lässt. Was man bei vielen Spielen heutzutage halt nicht mehr hat. Das war auch, glaube ich, der Grund, warum ich so gehypt vom Mannerlords war. Nicht nur wegen mittelalterlichen Setting, sondern auch, weil es eigentlich sehr gute Bedienkonzepte im ersten Oh shit, Entwurf mit hatte, die sich dann am Ende auch ja als recht gut erstellt haben, aber das Spiel selber hat sich dann dafür als eher mäßig ja, herausgestellt. Ich dachte, Mannerlords wird das Spiel, was ich auch genau wie Starfield über Monate hinweg spiele. Gut, Starfield haben wir dann wirklich auch einen Monat gemacht. Aber mehr war in dem Spiel dann am Ende ja auch gar nicht mehr drin. Da habe ich mich ja schon richtig durchgequält. Und dieses mit immer wieder neu anfangen und ich kann nochmal irgendwie sterben und ach, und nochmal und sterben und nochmal. Nur damit ich irgendwie, weiß ich gar nicht was. Da fand ich irgendwie kein gutes Konzept. Hat mich nicht abgeholt nachträglich. Hätte ich nicht die Premium Edition, von der ich immer noch nicht weiß, wo der Vorteil der Premium Edition war, außer denen mehr Geld zu geben. Also ich bin maximal davon ab, Geld zu investieren in Spiele, leider. Warte mal. Wie bin ich hier hochgekommen? Ich war doch eigentlich hier unten. Okay. Die Momente, wo man nicht mehr weiß, was passiert ist. Ja, jetzt haben wir hier doch eine viel bessere Kante. Das machen wir auch noch zu. Oh, dann fallen wir da nämlich auch nicht immer runter. Und wenn wir runterfallen, fallen wir wenigstens direkt ins Wasser. So. Schön. Jetzt brauchen wir nur einen Wassertank. Braucht der Strom? Ich glaube, der braucht ja nicht mehr Strom, nicht? Aber wir machen trotzdem einfach was unter dem Wassertank drunter fürs gute Gefühl. Falls wir irgendwann den Wassertank um irgendwas erweitern müssen, dann haben wir es. Und müssen nicht erst Sachen probieren und herausfinden und. Und dann ist gut. So. Was kostet das Spiel? Oh, kann ich dir aktuell gar nicht sagen. Ich habe es damals, glaube ich, für 8 € oder so bekommen, als es noch in der ja, Founding-Phase war. Ich meine 19 €. Aber ich glaube, das war ein Sale-Preis. Aber es ist jetzt kein 400-Euro-Spiel, von daher. Mehr als nur fair. So kriegen wir. Ich glaube, das reicht noch nicht, wenn wir das hier machen. Mal, wir müssen uns hier aber am besten eine Treppe reinbauen. So. Und wir können ja den Boden hier wegnehmen. Dann treffen unsere Pumpen nämlich nicht auf irgendwelche unliebsamen Bodenanomalien. Zank, zank, zank. Ich meine, die könnten über Texturen könnten die noch so viel und Shader rausholen aus dem Spiel. Aber bei solchen Spielen, gerade die ganzen Teile, die dann animiert auf den Fließbändern sind, da hat man ja schon bei Satisfactory gesehen, das zieht einfach die Performance weg.
Also das ganze Spiel, was man baut, nicht, das ist nicht mal das Problem. Meistens baut man gar nicht so viel. Aber die ganzen einzelnen Teile, die individuell berechnet und gerendert werden dann, weil sie halt zu anderen Zeiten an anderen Stellen sein können, die gehen halt richtig aufs Konto der Performance. So, wo war jetzt unsere Leiter? Hier. Dong, 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 dong. Hey. Und wir wollen ja zwei, nicht? Das heißt, wir machen das direkt hier mit. Ah, da drüben ist auch eine Leiter. Ist ja auch eh praktisch. So, habe ich die jetzt nach oben gebaut? Oh Mann, aus dem Wasser sah es aus, als ob die nach unten zeigen. Das ist das Problem mit so einem Vorschauen. Man sieht erst nach dem Bauen, ob es passt. Wobei die hier schon besser ist als bei anderen Spielen, aber man sieht zum Beispiel Transparenz auf Transparenz. So Kleinigkeiten hier funktionieren noch nicht. Da müssen sie auf jeden Fall nochmal ran. So. Na. Und dann. Das machen wir so rum. Die machen wir so rum. Und wo haben wir die Pumpen? Da haben wir erstmal zwei. Dass die eigentlich gar keinen Strom brauchen, nicht? Ist ein bisschen komisch. Klar, wie kriegt man Strom hier runter? Aber. Müsste eigentlich Wasser reinkommen, genau. Und wir haben hier jetzt zwei Wasserrohre hier und die kriegen dann das Wasser frisch hier raus aus dem Hahn. Beziehungsweise sind die Rohre da hinten und ich sehe in dem Weg der Rohre ist dieser schöne, wunderbare Felsen. Ich glaube, wenn ich den sprenge, sprenge ich zu viel weg, nicht? Ah, Kacke. Wir haben noch so 33 Sprengladungen. Warte mal, wir haben 100 Dinge. Okay, ich riskiere es. Arrivederci! Gut, es war zu viel. Hat er den ganzen Müll hier hingelegt? Scheiße. Das sage ich ja. Da wäre cool, wenn man sehen würde, wie weit die Sprengladung wirklich sprengt dann am Ende. Ich glaube, die sprengt immer 8, egal wie weit drumherum ist, nicht? Muss man wissen. Habe ich vergessen. Naja, dann ist es halt so. Strom? Strom haben wir uns auch weggesprengt. Na, klasse. Aber großer Vorteil, dieser scheiß Felsen ist weg. Ohne, dass wir ihn jetzt abbauen müssen und wir kriegen unser Inventar auch noch leerer. Zank. Zonk. Schön. Jetzt reichen wahrscheinlich die Rohre wegen dieser Aktion nicht mehr. Und Pumpen wollte ich auch noch einbauen. Und Strom müssen wir auch nochmal wieder herziehen. Ja. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Och. Manchmal springt er halt gar nicht hoch und dann fliegt er wie von einer Tarantel gestochen. Aber es hat mir eh nicht gefallen, dass die so hoch standen, nicht? Hm.
Wow. Wow. Genau der eine Block im Weg. Der eine Arschlochblock. Ich meine, dafür, dass man hier vorher einen richtig hohen Berg hatte, nicht, der bis da oben ging, das haben wir alles weggesprengt und geebnet. Das ist schon verrückt, was man machen kann in dem Spiel. Okay, du auf die Höhe. No, oder? Ach, leck mich doch dreckig. Wirklich. So viel zu ich baue geometrisch korrekt oder so. Das Spiel lässt es ja nicht zu, dass ich das darf. Das Spiel ist einfach gemein zu mir. Ups. Und ärgert mich. Platziert er die Dinger manchmal so weit hinten? Das macht gar keinen Sinn. Manchmal dockt er an, manchmal nicht. So. Na, guck mal. So, Wasseranschluss erfolgt. Und irgendwo kann man sehen, wie viel Wasser durchfließt. 300. 300 statt 500. Da oben 100. Oh, da oben ist echt wenig. Aber eigentlich müssten die jetzt schon arbeiten, oder? Warum? Habe ich die an das Falsche angeschlossen? Nee, oder? Das ist doch das Olomit-Gas gewesen da hinten. Roh-Olomit. Hä? Roh-Olomit? Habe ich noch nicht mal das Olomit-Gas hergestellt? Nee, oder? Oh. Kommt da kein Olomit-Gas raus? Doch. Hä? Ich hab's beim Roh-Olomit angeschlossen. Okay. Ich hab den falschen Tank erwischt. Das ist der Eingangs- und nicht der Ausgangstank. Scheiße, jetzt brauchen wir dieses komische Klempner-Tool. Jetzt müssen wir Mario spielen. Oh no. Oh, wo ist es denn? Biomasse. Oh, warte, Biomasse, die kriegen wir hier doch ganz schnell. Bis dann, Lytro. Schlaf schön. Und danke, dass du reingeschaut hast. Wir machen jetzt noch Biomassen-Action. Wo ist er? Da. Bin gespannt, was der Pömpel jetzt wirklich kann. Der soll anscheinend die Rohre entleeren. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir noch ein Werkzeug mehr. Den brauchen wir nicht oft. Spülrohr. Spülrohrsegment. Spülrohr. Muss ich da... Boah. Okay. Müssen uns jetzt irgendwo hinstellen. Anscheinend, wo wir rankommen. Und dann können wir Mario spielen.
257 Olomit entfernt. Shit. So, und hier ist aber denn, hier ist das Gas drin. Das heißt, da müssen wir rankommen. Ich würde sagen, dann gehen wir von dahinter. Oder? Ich glaube, wenn wir hier nach vorne gehen, ist einfacher. Und dafür gehen wir von hier weg. Dann müssten wir eigentlich da rankommen. Also eigentlich würden wir hier rankommen. Aber ich sehe, hier ist ja der Strom. Das gefällt mir also gar nicht. Dann gehen wir hier durch. Das Problem ist, ich komme da nicht mehr durchgelaufen. Gute Nacht. Schlaft schön. Sind wir eins höher? Ja, wir könnten höher gehen. Und zwar sagen, wir gehen hier rauf. Oh, aber warte mal, da ist der im Weg. Weil dann müssen wir auch über ihn rüber. Dann ist es so. Das heißt, wir gehen erst hoch, dann gehen wir runter, dann gehen wir hoch. Okay, ich glaube, da wird es wirklich Zeit für eine Pumpe dann an einer Stelle. Vielleicht bevor wir das anschließen, sonst muss ich es wieder entleeren. Obwohl, ich glaube, man muss es ja nur entleeren, wenn was Falsches drin ist. Boah, dieses Platzierung. Also, die haben ja einen super Platzierungsmodus, aber irgendwie der, der Default ausgewählt ist, ist irgendwie nicht so... Nee, das ist sogar die richtige Höhe. Ey, Leute. Zeichen und Wunder wären noch wahr heutzutage. Zank. Ja, und ich falle natürlich dafür runter. Strafe kommt auf dem Fuße, sagt man oder so. Oh. Das war nicht unsere Treppe. Und das heißt, wir haben jetzt Wasser, wir haben jetzt Roholomit und jetzt dürften sie arbeiten. Und wie viel Druck ist da oben drauf? 200 nur. Grünes Zeug. Warum wird das weniger? Wie kann es weniger werden? Es gibt keinen Abnehmer bisher. 300, 320, 400, 480, 300, 360. Hä? 420, 400. Irgendwas passt da doch nicht. Das sieht auch aus, als ob das hier nicht mit genug Druck reinkommt. Ist das das Problem? Aber es reicht, um das zu füllen. Von denen kommen nicht genug rein. 13, 14, 15 braucht der nicht. 16. Okay, also die sind gerade das Problem. Von denen kommen nicht genug an. Der produziert schneller weg, als reinkommt. Das ist schlecht. Aber das ist auch okay. Dann machen wir es halt so. Dass wir noch ein zweites nach vorne legen. Und den Output erhöhen. Ich hätte gedacht, der reicht, aber dann reicht der halt nicht. Mal gucken, ob das jetzt für die reicht. Ansonsten müssen wir den einen hier noch da anschließen mit. Ja, reicht nicht. Dann müssen wir den hier abbauen. Und brauchen eigentlich... Ah, shit. Das wird... Jetzt wird's eng. So, bei dem können wir noch einen gewinnen, nicht? Ein Weg. Das geht noch. Da haben wir noch einen offen. So, und der kann auch direkt hier ran. Das geht auch noch. Auch okay.
Habe ich da drunter gerade den Boden weggerissen? Ich hoffe es nicht für euch. Und jetzt müssen wir eigentlich hier noch einen zweiten dazwischen klopfen irgendwie. Den kann ich eigentlich nur hier hinbauen. Jetzt ist so die Sache. Jetzt wird es nämlich nicht mehr symmetrisch. Aber hoffentlich reicht das so. 14, 15 reicht. Nein, reicht nicht. Weil die sich nochmal aufteilen. Hm. 15 ist schon echt viel, nicht? Hier ist schon voll. Der hat genug drin. Die nicht. Also der einzelne, der läuft voll. Das heißt auch, der hier wird voll laufen. Ja. Der wird voll laufen. Und wenn die voll sind, kriegen die beiden mehr ab. Dann laufen die auch langsam voll, würde ich sagen. Das ist okay. Das sollte reichen. Das beruhigt sich nach und nach, das System. Spätestens, wenn das einmal voll wäre. Hier kommt echt nicht so viel bei rum, wie ich gedacht hätte. Aber wir brauchen noch nicht so viel. 8 Dinger haben wir nur von den Solarzellen. Planer für modulare Gebäude. Ich weiß nicht, was das ist. Ich baue mal ein. Wir haben heute mal ein Experimentierfeuerding. Aber um zu sehen, was das ist, kommt in die nächste Folge. Bis gleich.